Ja, ich bin hierher eingeladen worden vom Dr. Rätzel. Und er hat mich gebeten zu kommen und aus einem Buch vorzulesen, das ich vor über 20 Jahren geschrieben habe, anlässlich eines Skiunfalls, den ich damals hatte mit nachfolgender Querschnittslähmung. Und das habe ich in einem Buch beschrieben. Ja, ich habe mich erkundigt, woher der Name stammt, und wurde mir hier erklärt, dass der Wald oder die Gegend hier Schwarzenberg hieß und dass eigentlich keine Familie hier Schwarzenberg heißt. Und meine Familie Schwarzenberg stammt ja aus Mittelfranken, wo es einen schwarzen Turm von Schwarzenberg gibt. Und da leitet sich irgendwie der Name ab. Naja, das Buch soll eigentlich den Leidensgenossen Hoffnung geben, dass man sehr viel selber erreichen kann. Man soll sich auf jeden Fall nicht aufgeben, sondern man muss um seine Gesundheit eigentlich kämpfen, wenn Sie so wollen. Und ja, und eigentlich weiß jeder Patient eher am besten, was ihm gut tut.